In welchem Gegenstande blieben wir stehen? Die Unverlässlichkeit ist neuerdings eine Sitte in dem Hause, Alda. Der einfältige Elias, der zu spät auf der Orgel erscheint und vor lauter Träumen das Treten vergisst, so vergisst auch unser Philipp die Zucht. Der Gegenstand? Du? Die allgemeine Menschenlehre, Herr Lehrer. Erbsünde. Philipp, sei ein gutes Kind. Komm zu uns heraus. Philipp! Unaussprechlich ist die Größe Gottes. Aber wie fassen wir es, dass er den Menschen so ungleich erschaffen? Das eine ist klug, dieses von abscheulicher Blödheit. Das andere Wohlgestalt, dieses Hessen. Das dritte von hohem Verstande. Es ist ein Idiot. Warum also die Verschiedenheit unter den Menschen? Im Charakter, in der Statur? Im Geschlecht, in den Talenten. Liebt Gott am Ende das Unrecht? Nein, Kinder. Auf dieser Kreatur lastet eine unerträgliche Schuld. Von Generationen lange vor seiner Zeit. Sünden über Sünden. Das meint der Absünde. Und nun beten wir.